Also, ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt gerade meine Technik am Aufladen bin, als es angefangen hat zu regnen. Das hier ist eine kombinierte ein Solarpanel mit integrierter Powerbank. Erfreulicherweise kann man sogar zwei Sachen auf einmal aufladen. Und das kann man natürlich auch beim Laufen tun. Schaltet automatisch ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Erweist sich bisher als ziemlich praktisch. Ist noch so gut wie voll. Deshalb brauche ich es auch nicht gar nicht groß in die Sonne legen aktuell. Gibt gerade eh keine Sonne, gibt nur Regen. Und ja. Das wollte ich einfach nur mal gezeigt haben. Wenn ich es mal dann in die Sonne lege, zeige ich es nochmal. Hat 10.000 mAh. Das hält erstmal ein Weilchen, um so das meiste von meinem Krempel aufzuladen. Mein E-Book Reader hätte demnächst auch nochmal eine Ladung notwendig. Der MP3-Player, der hat es definitiv nötig. Den möchte ich gerne heute auch nochmal ein bisschen verwenden. Deshalb lädt er jetzt noch ein wenig auf. Und man kann ja auch schon mal frühzeitig anfangen, die Akkus aufzuladen. Ich kann theoretisch auch zwei Akkus simultan laden. Halt, nein, kann ich nicht. Dafür hätte ich noch ein zweites Kabel gebraucht. Also ich kann immer nur einen Akku laden. Ich hatte nämlich gerade überlegt, dass ich die Kamera ja auch noch anschließen könnte. Habe aber nur ein USB-Kabel. Also von daher, nö, geht nicht. Gut, dann richte ich mich schon mal so weit. Jetzt habe ich gerade auch noch Wasser geholt, bevor der Regen jetzt etwas intensiver wird, falls er es wird. Und kann jetzt in Ruhe mir ein bisschen Frühstück zubereiten. Wollte eigentlich ursprünglich noch mal was kochen, nämlich Porridge. Habe ich als alternatives Frühstück zum üblichen. Ja, ich kann ja mal meinen Frühstückssack zeigen, wenn ich hier schon die Kamera in der Gegend rumhalte. Also da ist halt im Wesentlichen drin. Zucker. Fürs Porridge. Müsli. Dann gibt es halt heute wieder Müsli, weil ich jetzt keine Lust habe, draußen zu kochen, wenn es jetzt schon wieder regnet. Zimt. Der ist im Wesentlichen auch fürs Porridge. Ich habe gerade kein kleineres Behältnis gefunden. Das ist relativ leer, aber ja, irgendwo musste ich ihn ja reinmachen. Und wenn ich jetzt noch dran komme, Moment, da ist ein Porridge-Säckle. Das sieht so aus. Davon habe ich immer zwei pro Frühstück und da kommen 150 Milliliter kochendes Wasser hinzu. Milchpulver ist schon dabei. Praktische Sache, schmeckt auch gut und so weiter. Alles soweit nach Plan. Nur, dass ich halt wieder ein bisschen spät dran bin. Gut, ich bin halt immer der Letzte, der noch unterwegs ist, wenn man so anguckt, was so sonst so hier in der Gegend rumrennt. Wie gesagt, ich bin immer der Letzte, aber macht ja nichts. Die anderen sind auch nicht schneller als ich. Die kommen auch nicht nennenswert schneller voran. Die sind halt nur früher unterwegs und machen früher Schluss. Weil die hocken ja auch in den Hütten, die haben nicht die ganze Lagerlogistik an der Backe. Arr, Hüttenschläfer. So, im Prinzip muss ich jetzt bloß noch das Zelt zusammenbauen und könnte dann aufbrechen, aber ich muss sagen, morgens, das fällt mir schwer mit dem Loskommen. Das fällt mir dann teilweise wirklich schwer. Bis man dann soweit ist, bis man alles zusammengeräumt hat und man ist eigentlich, will man sich noch ein bisschen ausruhen, man ist noch müde. Ich bin generell sowieso dauermüde natürlich, ist halt doch alles etwas anstrengend und schlaf auch viel. Hab heute Nacht nicht so gut gepennt, weil ich mal testen wollte, inwiefern denn diese tolle Matte, die ich da habe, denn auch bei etwas unebenem Untergrund hilft. Und ja, sie hilft schon, geht, kann man machen, aber hatte da doch noch einen gewissen Hubbel im Buckel. Und das war jetzt nicht ganz so optimal und deswegen habe ich jetzt ein klein wenig Rückenweh, also mehr als sonst und immer noch das Problem mit den nassen Schuhen. Da freut man sich auch nicht dann gerade drauf, da jetzt wieder reinzusteigen. Ist zwar alles weitestgehend trocken, sollte sich im Laufe des Tages, wenn ich nicht wieder in irgendwelche Bäche falle, auch so weit trocken laufen lassen, aber es ist halt ein bisschen nervtötend. Theoretisch hätte ich heute die Möglichkeit, eine relativ große Etappe von 19 Kilometern zu machen. Soll wohl überwiegend auch gute Wege sein, weshalb das dann wahrscheinlich möglich ist. Und es gibt nicht allzu viele Anstiege, gegen Ende sogar dann nochmal einmal ziemlich steil runter, was dann eine willkommene Abwechslung ist. Ich bin bisher eigentlich noch wenig runtergelaufen. Jetzt gestern noch ein kleines Stück, das letzte, aber ja. Das soll wohl also eine ziemlich schöne Etappe sein jetzt auch. Und ja,
Ja, vielleicht kriege ich es auf die Reihe, dass ich dann die ganzen Kilometer da schaffe, weil dann komme ich wieder zu einer Brücke und an dieser Brücke gibt es wieder so ein Shelter, laut Karte, wie das beim allerersten Lagerplatz schon der Fall gewesen ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass da dann noch großartig jetzt jemand dann schon drin wohnt, weil die anderen, die hier rumrennen, die ich jetzt aktuell so getroffen habe, die sind alle irgendwie, ja, Zelt. Ist nicht so deren ihrs. Deswegen könnte das ja möglicherweise eine Option sein, dass dieses Shelter dann zu haben ist, weshalb ich dann morgen früh dann auch deutlich komfortabler und einfacher loskommen würde, wenn ich nicht mal ausnahmsweise mal nicht das Zelt eben aufbauen muss. Aber mal gucken, es gibt davor noch mal eine Übernachtungshütte. Wenn ich also saft- und kraftlos bin und nur bis dahin komme, ja gut, dann komme ich halt nur bis dahin. Was heißt eine Übernachtungshütte? Also so eine Schutzhütte. In deren Nähe könnte ich dann mein Lager aufschlagen und wenn dann tatsächlich noch niemand diese Hütte okkupiert hat, könnte man dann auch eventuell da drin pennen. Wobei die laut Reiseführer wohl oft relativ verdreckt sein soll. Mal gucken, vielleicht ist es ja diesmal nicht so. Das ist also so der Plan für heute. Ich muss halt mal schauen, wie ich vorwärts komme. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen Koffein noch reinpfeifen, das hilft in der Regel. Und meinen Wasservorrat noch auffüllen. Und generell geht es noch ein Momentchen, bis ich hier alles wirklich zusammengeräumt habe. Zelt abbauen, Zeug in den Rucksack, Schuhe anziehen. Oh. Aber das meiste ist schon erledigt. Das Zelt habe ich auch schon so halber abgebaut, das hängt jetzt nur noch an 4 Heringen. Ist also auch dann jetzt schnell erledigt und ja, aber die Motivation ist, die war jetzt schon höher, muss ich sagen. Ich würde jetzt auch langsam, hätte ich das Bedürfnis, mal daheim anzurufen. Aber das funktioniert nicht, weil kein Empfang, habe ich gestern Abend mal geschaut. Also hier an der Stelle schon mal nicht. Ich nehme jetzt mal das Handy mit, also in griffbereit mit, nicht nur irgendwo unten im Rucksack vergraben und schau mal, ob ich vielleicht nicht unterwegs irgendwo die Gelegenheit kriege. Da hätte ich jetzt schon Freude, mal wieder mit einem bekannten Menschen zu quatschen. Immerhin bin ich jetzt den 5. Tag alleine. Und die Anreise ist ja noch nicht mitgerechnet, ne? Auf der Anreise war ich ja auch. Ja, wann bin ich denn los? Ich habe keine Ahnung, was für einen Wochentag wir haben. Ich sind was mein 5. Wandertag und ich hatte noch 2 Anreisetage quasi. Ja, kann man so sagen. Also bin ich jetzt, heute Abend bin ich eine Woche alleine. Ja. Hossa! Und wieder bin ich der Letzte, der aufbricht. Das war jetzt ein lustiger Abend gestern in der Hütte, deshalb habe ich gestern, also Tag 5 war ja gestern, heute ist Tag 6. Ja, heute ist Tag 6. Und ich habe ja gestern dann entsprechend gar nicht mehr gefilmt, weil eben Hütte voll mit deutsch sprechenden Menschen, 2 Schweizer und 2 Deutsche. Und das hat jetzt ehrlich gesagt dann doch, obwohl es eigentlich nicht meine Absicht war, großartig mit Menschen zu kommunizieren, ganz gut getan. Hab gestern die Hütte erreicht, als das Wetter gerade schlechter wurde, hab dann gesehen, wie super gemütlich diese Hütte ist. Wartet, ich zeige euch mal mein Bett. Das war mein Bett. Und da hat es mich dann einfach gepackt. Und da wollte ich gern hier bleiben. Und dann gab es auch noch Handyempfang. Ich habe also die Gelegenheit auch noch genutzt, ein wenig nach Hause zu telefonieren, gleich mit einem Haufen Leuten. Und ja, das hat auf jeden Fall gut getan. Und jetzt habe ich die luxuriöse Situation, dass ich jetzt auch einigermaßen früh loskomme. Es ist jetzt gleich 9:30 Uhr. Bin hier soweit fertig. Rucksack ist gepackt. Ich werde noch ein ganz kleines bisschen durchfegen. 2, 3 Kleinigkeiten muss ich noch in den Rucksack stopfen. Und hier gibt es sogar ein Klo. Ist auch mal ein gewisser Luxus für zwischendurch, muss ja auch mal gesagt werden. Und ich sollte den Gashahn noch ausdrehen, damit die Hütte auch noch steht, wenn jemand anders kommt. Ja,
Bei der Gelegenheit habe ich auch Brennstoff sparen können, auch nicht verkehrt. Habe nämlich hier immer schön mit dem schönen Gasherd gearbeitet und habe eine Flasche Spiritus hier lassen können. Ich habe es nämlich mit der Menge an Spiritus, die ich mitgeschleppt habe, doch ein wenig übertrieben. So viel brauche ich dann auch nicht, zumal ich jetzt dann demnächst in tendenziell tiefere Regionen komme, wo es dann auch die Möglichkeit gäbe, mal zwischendurch mal wieder ein Feuerle zu machen. Das wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Ich muss mal gucken, wie weit ich heute laufe. Es kann tatsächlich sein, dass ich dann an einem Fluss mit Birkenwald Rast mache und mir da dann wirklich auch ein Feuerle anzünden werde. Das wäre mir dann der Aufwand wert, ein kleines Feuer für die Seele. Und ja, jetzt mache ich mich so ganz langsam fertig. Habe auch noch viel Zeit gehabt zum Lesen gestern. Wie gesagt, ganz gemütlich hier alles in der Hütte gemanagt. Inzwischen ist auch all mein Krempel trocken und jetzt kommt sogar die Sonne raus. Und netterweise, mein Internet funktioniert ja nicht. Das klappt irgendwie nicht mit dem Handy-Internet. Irgendwas schiefgelaufen mit dem Daten-Roaming oder was auch immer. Aber der andere Deutsche, der da war, also es war ein Pärchen, der hatte kurz Internet, hat kurz sein Handy angemacht, hat kurz geguckt und hat den Wetterbericht für zumindest mal heute und übermorgen abgreifen können. Und das bedeutet, heute zwar bewölkt, aber wohl kein Regen. Yay! Also gestern wurde das Wetter dann übrigens noch richtig, richtig fies. Also ich war echt froh, dass ich nicht im Zelt pennen musste. Hat gestürmt, hat geregnet und zwar ordentlich die ganze Nacht. Das hätte mein Zelt zwar überstanden, aber ich müsste jetzt ein nasses Zelt rumschleppen, wenn ich da draußen gepennt hätte. Also das habe ich schon alles richtig gemacht jetzt. Doch, doch. Ja, und übermorgen, ne Quatsch, also morgen inzwischen, das hat er ja gestern nachgeguckt, soll es sogar noch weniger bewölkt sein. Also dann sogar mal mit hin und wieder etwas mehr Sonne. Das ist natürlich auch gut für die Psyche. Ich habe jetzt noch bis zur Hälfte, in Anführungszeichen, also bis zu dem Punkt, wo man theoretisch die Tour abbrechen könnte und zurück in die Zivilisation könnte, habe ich noch zwei Etappen. Einmal, ich weiß nicht, wie weit ich heute laufen möchte, aber mindestens 13 Kilometer. Besser wäre natürlich mehr, da ich jetzt sowieso so einen ausgeruhten Tag habe. Schön wäre es natürlich, wenn ich so 16, 17, 18 machen würde. Dann hätte ich am nächsten Tag noch, dann sagen wir mal, ich mache jetzt, es sind insgesamt 29. Ihr könnt es euch selber ausrechnen. Wenn ich heute 18 mache, dann sind es am nächsten Tag halt nur noch 11. Und dann komme ich nach Fjellnäs. Da gibt es auch nur noch mal so eine Fjellstation, so ein Berghotel halt quasi, in dem man theoretisch wahrscheinlich auch übernachten könnte, wieder in so einem Schutzraum wie diesen hier, wobei das natürlich ein regulärer Teil der eigentlichen Hütte ist. Die haben hier keinen extra Schutzraum in dieser sehr kleinen Hütte. Ich mache gleich noch ein paar Bilder von außen. Und. Deswegen war die Übernachtung hier auch relativ teuer, weil man halt die komplette Küche mitnutzen kann und so weiter und so fort. Habe ich jetzt 350 Kronen für gezahlt. Das sind dann schon, Entschuldigung, 250 Kronen. 350 waren es jetzt auch nicht. Das sind so um die 28 Euro. Grob. Aber ja, das war es mir jetzt wert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat wirklich gut getan. Und dann noch mit den anderen Leuten, die jetzt hier noch reingekommen sind und alles, war das doch ein sehr angenehmes Erlebnis. Ich habe jetzt auch meine Rucksackpackung noch ein wenig umgemodelliert. Jetzt müsste ich den Rucksack auch noch besser tragen lassen. Und wie gesagt, Schuhe inzwischen wieder ganz trocken. Und das müsste eigentlich jetzt gut laufen. Habe gestern angefangen, mir ein bisschen den Wolf zu laufen. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch wieder beheben können, dieses Problem. Wir werden sehen. Aber heute brauche ich mal vielleicht, wenn alles gut läuft, sogar überhaupt keine Regenklamotten und habe sie jetzt erstmal eingepackt. Okay, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Später ein paar Landschaftsaufnahmen und Näheres zum weiteren Verlauf des Tages. Sogar der Wind soll mal ein wenig nachlassen, wohl zwischendurch. Ich bin gespannt. Hier das großartige Luxusklo. Man beachte, das Weiße da ist Styropor. Heißt, man friert sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch ab, wenn man sich da drauf hockt. Es gibt sogar Klopapier und ganz besonderer Luxus. Dieses Teil hier, das ist ein Händedesinfektionsgedöns. Ach so, und es gibt natürlich noch jede Menge Lesestoff. Alles in Schwedisch leider. Generell bei dieser Hütte so ein bisschen das Problem.
kaum irgendwelche englischen Texte. Also man tut sich teilweise schwer zu kapieren, was man hier tun lassen und nicht tun lassen darf. Das hier ist die Hütte. Der linke Bereich, also der von hier aus gesehen jetzt rechte Bereich, mit dem letzten Fenster, das ist das, wo ich drin war. Und das linke Ding sieht wohl nochmal genauso aus und in der Mitte ist wohl noch ein kleines Kämmerchen fürs Personal. Tolles Panorama von hier, auch von der Hütte aus. Gestern hat man nichts gesehen, da war es zu scheiß Wetter. Da konnte man bis zu diesem Ding gucken, vom Fenster aus. Bis da, das war's. Aber heute sieht die Sache schon gleich ganz anders aus. Jawohl. Ich geh los. Und doch noch mal eine Kleinigkeit. Nämlich Mülltrennung wird hier groß geschrieben und netterweise darf man tatsächlich auch Müll da lassen, offensichtlich, was ich auch getan habe, heißt, ich bin jetzt wieder mülllos unterwegs. Ich habe also bestimmt insgesamt, naja, vielleicht nicht unbedingt gleich ein Kilo, aber fast ein Kilo an weniger Zeug im Rucksack und ich habe das Gefühl, ich merke das auch sofort. Habe auch einiges gefuttert, noch so ein bisschen Zusatzfutter. Ich hatte euch ja erzählt von dem Kartoffelbrei, den ich eingesammelt hatte, mit dem ich meine Kartoffelsuppe andicken wollte. Also ich glaube zumindest, dass ich das erzählt habe. Tschüss! Ja, und das habe ich heute auch gemacht. Also gestern. Lecker! So! Weiter geht's! Indierfriedhof! Nee, da hat jemand die Geweihe aufgesammelt. Das sind alles weibliche von Damen, die Dinger hier alle. Die schmeißen die ja von alleine ab. Und das Rentier ist auch die einzige Hirschart, bei der auch das Weiblein was auf dem Kopf hat. Und zwar zum Schnee wegkratzen, um im Winter dann unterm Schnee was zu fressen zu finden. Das hat also wirklich eine Funktion. Deshalb sind die Enten auch ganz oft stark abgenutzt. Man findet selten mal was, wo die Enten so richtig noch schön aussehen, sondern da gibt es immer so Verschleißspuren. Das liegt halt eben daran, dass das Arbeitsgerät ist. Anders als das Geweih von unserem Rothirsch sind die halt nicht nur zum Angeben, sondern die haben tatsächlich eben eine Funktion. Man kann sich hier welche mitnehmen, ich habe daheim aber schon ein paar und ich brauche ehrlich gesagt nicht noch mehr. Mir fällt auch gerade niemand ein, den ich so ein Ding unbedingt schenken müsste. Alles Banausen.